Ja, willkommen. Wir sind heute im Haus der Kommunikation in München bei der Firma Serviceplan, der größten inhabergeführten Kommunikationsagentur Europas. Mein Gesprächspartner ist Florian Haller, Hauptgeschäftsführer von Serviceplan, und wir werden sprechen über das Thema Unternehmenskommunikation, wie funktioniert das eigentlich, dann natürlich auch darüber Herausforderungen der Digitalisierung, über das Geheimnis des Erfolges dieser Agentur und auch darüber, wie Unternehmen die besten digitalen Lösungen finden. Ja, Florian, bei der Recherche habe ich natürlich festgestellt, dass ihr eine Unmenge von Auszeichnungen ergattert habt. Deshalb für den Einstieg mal eine ganz schwierige Frage für dich als Experte zum Thema Kommunikation. Wie stellt man eigentlich jemanden vor, der alles schon erreicht hat? Aber bevor, du kannst deine Antwort noch überlegen, ich will mal ein paar Beispiele nennen. Alleine die Serviceplan-Gruppe, letztes Jahr will ich mal zwei, drei nennen, die am häufigsten ausgezeichnete Medienagentur beim Deutschen Medienpreis 2018. Dann in Cannes gibt es jährlich dieses Cannes Lions International Festival of Creativity. 9 Löwen ergattert, 3 Gold, Silber und 3 in Bronze. Du selber bist Agenturmann des Jahres gewesen. Gemeinsam mit deinem Vater bist du in der Hall of Fame der Werbung. Vieles, vieles und. Also wie stellt man eigentlich jemanden vor, der schon im Grunde alles erreicht hat? Wie würdest du dich vorstellen? Naja, am Ende des Tages soll man bei diesen diese Auszeichnung ehren uns, ja, und natürlich eine Anerkennung für Arbeit, die man geleistet hat, und da ist niemand so uneitel, dass er sagt, das berührt ihn nicht, ja. Aber am Ende des Tages soll man ja nicht für die Auszeichnungen arbeiten. Am Ende des Tages soll man für das arbeiten, was einen antreibt, die Vision, das, wo man hin will, ja. Und unsere Vision ist, wir wollen die erste aus Deutschland kommende, wirklich internationale, unabhängige Agenturgruppe werden. Ja? Und das ist eine Vision, die uns antreibt und die mich antreibt. Und das ist das, wofür ich stehen will. Das Jahr 2019 ist ja noch jung. Gibt es noch besondere Herausforderungen, Ziele, die ihr euch gesetzt habt für dieses Jahr? Ja, unser Geschäftsjahr ist ja verschoben. Also das heißt, wir sind jetzt sozusagen in der Mitte unseres, unseres Geschäftsjahres. Und ich versuche mir eigentlich gar nicht so sehr, ja, wir haben natürlich Jahresziele im Sinne von Umsätzen und Dinge, die wir kurzfristig erreichen wollen, aber auf die kommt es eigentlich gar nicht so sehr an. Für uns kommt es darauf an, dass wir auf unserem großen Weg, nämlich ein Weg, der heißt, wir wollen eine integrierte und internationale Agenturgruppe sein, ja. Da wollen wir weiter vorankommen. Da sind wir jetzt zum Beispiel im Thema Internationalität, sind wir gerade ein Stück weitergekommen, weil wir ein Partnerschaftsagreement mit der zweitgrößten japanischen Agenturgruppe geschlossen haben. Also so bauen wir eben Schritt für Schritt, versuchen wir uns weiter vorzubereiten. Ich glaube, ihr seid auch ganz besonders stolz, dass ihr letztes Jahr im Mai, glaube ich, war es gewesen, in New York, ein Büro eröffnet. Was heißt es heute eigentlich, eine Agentur zu führen? 1970 wurde die Agentur von deinem Vater gegründet. Du bist 1996 als Geschäftsführer eingestiegen. Dann, ich glaube, 2002 hast du die Hauptgeschäftsführung der Holding, also der Gruppe, übernommen. Gibt es da bestimmte Meilensteine? Oder was hat sich geändert jetzt im Laufe der über doch 20 Jahre, wo du jetzt dabei bist? Naja, das große Thema, was sich verändert hat, oder was die gesamte Branche auf den Kopf gestellt hat, ist die Digitalisierung. Ne? Früher, sag ich mal, war das Leben ja relativ einfach im Sinne von unkomplex. Das hatte andere Schwierigkeiten dann, ja. Aber da gab es Werbung im Fernsehen, in Radio, in Plakaten und in Print. Und das war's dann. Heute haben wir mittlerweile, ich muss schätzen, 40 unterschiedliche Disziplinen, um Kommunikation zum Erfolg werden zu lassen. Und du musst nicht alle Disziplinen belegen, aber du musst sie kennen, du musst wissen, was du mit ihnen tun kannst und im Zweifelsfall eben auch für den Kunden das richtige Paket anbieten können. Und das ist schon ein Riesenunterschied, was die Komplexität angeht einfach. Ja. Bleiben wir mal bei dem Thema Digitalisierung. Was ist da neu entstanden oder wie hast du Digitalisierung erlebt? Was waren da die wichtigsten Schritte? Es fing eigentlich an mit einer gesunden Portion Neugierde, ja, sag ich mal. Also ich weiß noch, wie ein Kollege, 1997 war das, zu mir gekommen ist und sagte, du Florian, da gibt es so ein neues Ding aus den USA, das heißt Internet, da müssen wir doch irgendwas damit machen, oder? Und wir haben uns das dann zusammen angeschaut und so blöd das jetzt auch klingt, aber so ist es, so entsteht halt sowas oft, ja. Und haben uns das angeguckt und hatten ein Gefühl dafür, dass das Potenzial hat, die Medienwelt schon
ein Stück weit zumindest mal zu beeinflussen, wenn nicht gar zu verändern. Und haben dann eine Digitalagentur gegründet, das ist heute unser größter Arm mittlerweile. Und ich glaube, die Stärke war dann, dran zu bleiben. Ja, weil meistens ist es ja bei diesen Entwicklungen so, dass man es am Anfang überschätzt, dann unterschätzt man es und dann gehen die meisten dann raus. Und am Schluss führt es eben dann dazu, dass man nicht dabei ist. Ja. Und das haben wir eben, glaube ich, nicht gemacht, sondern wir sind dann wirklich dran geblieben. Haben sich die einzelnen Trends im Agenturgeschäft auch durch die Digitalisierung verändert oder was sind heute die wichtigsten Trends? Doch, doch. Also das Internet hat nicht nur, ist nicht einfach nur ein weiterer Kommunikationskanal, sondern hat die Struktur, wie wir kommunizieren, grundsätzlich geändert. Was gleich geblieben ist, dass du die Menschen immer noch als emotionale Wesen über die Emotionalität versuchen musst zu begeistern und zu erreichen. Also die Emotionalisierung, die Idee, das ist nach wie vor ein zentraler Ausgangspunkt für Kampagnen, die wir machen. Was sich aber geändert hat, ist, dass wir eine sehr fragmentierte Medienlandschaft haben, Dutzende von Kanäle bedienen müssen. Das Zweite ist, dass die Menschen 24/7, sagen wir dazu, also das heißt rund um die Uhr mit einer Marke kommunizieren wollen, können wollen, ja. Also du musst Angebote machen, dass sie dich erreichen können. Die Menschen wollen viel persönlicher angesprochen werden. Die Personalisierung ist durch das Internet plötzlich ein Thema geworden werden. Sie wollen Interaktivität, sie wollen einen Austausch haben. Also da gibt es große Megatrends, die davor schon vielleicht ein Bedürfnis der Menschen gewesen sind, die da aber durch das Fehlen von technischen Möglichkeiten überhaupt nicht umsetzen konntest. Ja. Du konntest nicht einen Fernsehfilm personalisieren, solange der analog terrestrisch eben ausgestrahlt wurde. Ist es heute spannender als damals, als du eingestiegen bist? Also haben sich auch Berufsbilder verändert. Ich denke, gerade für junge Menschen ist es ja immer noch eine ganz tolle Sache, in der Agentur einzusteigen. Also ich finde, da gibt's unterschiedliche Denkschulen. Ja. Da gibt es natürlich die so ein bisschen der guten alten Zeit nachtrauern, der Zeit des Lagerfeuers, ein Film und die ganze Nation hat ihn gesehen. Und das war natürlich schon, also das, ja, die fanden das dann auch, das finden auch heute noch viele toll und trauern dem ein bisschen nach. Ich persönlich habe es immer als ein Universum neuer Möglichkeiten gesehen, als ein sich unglaublich veränderndes Geschäft, was auch unternehmerische Kreativität plötzlich zulässt, möglich macht. Und ich habe es immer als ein Universum von Möglichkeiten gesehen. Was müssen denn heute junge Menschen mitbringen, wenn sie bei euch beispielsweise einsteigen wollen? Naja, die müssen auf der einen Seite schon ein Stück weit breiter aufgestellt sein, vielleicht als früher. Ja, es hilft einfach, wenn man mehr Sachen gesehen hat, um eben diese Komplexität dann auch zu beherrschen. Und dann müssen sie in einem Bereich sich schon einen gewissen Tiefgang irgendwo erarbeiten. Ja, wir haben mittlerweile 70 Berufsbilder in unseren Agenturen und da muss man sich dann zumindest mittelfristig dann überlegen, wo will ich denn da meine Kernkompetenz haben. Ja. Was sind die wichtigsten oder interessantesten eigentlich? Wenn es so viele gibt, wusste ich gar nicht, dass es so viele gibt. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Das hängt echt vom Typ ab. Ja. Da gibt es Leute, die sind Data Scientists. Da gibt es Leute, die komplexe Programmierungen machen. Da gibt es Leute, die kreativ arbeiten wollen. So wie das schon immer machen, ja. Dann gibt es Content-Experten. Also das ist schwierig zu sagen, es hängt wirklich davon ab, wer du bist, woran du Spaß hast und dann musst du eben deinen Weg finden. Florian, nicht nur Berufsbilder haben sich verändert, sondern sicherlich auch Kundenanforderungen, wie man mit Kunden heute umgeht. Ihr gebt ein Kundenmagazin, ein jährliches Kundenmagazin heraus, 12, immer mit 12 Kapiteln. Und da habe ich in der vorletzten Ausgabe ein Editorial von dir gefunden, folgende Aussage. Wir müssen die Veränderungen in allen Bereichen verstehen. Dafür müssen wir den Menschen die richtigen Fragen stellen und ihnen gut zuhören. Nur was sind die richtigen Fragen und worauf kommt es genau an?
Naja, was ich damit sagen wollte, ist eben, dass in so einer verändernden Welt musst du eben schauen, dass du nicht nur in deinem Silo der Kommunikation bleibst, sondern schaust, wie verändern sich die Menschen, wie verändert sich Technologie, wie verändert sich auch die Gesellschaft. Das finde ich im Zusammenspiel eben enorm wichtig. Und welches die richtigen Fragen sind, ist schwierig, exakt schwierig zu beantworten, ja. Aber noch wichtiger ist, den Leuten einfach zuzuhören, ja. Und nicht dauernd mit seinen eigenen vorgefassten Meinungen in so einer schnell ändernden Welt. Vielleicht kennst du da ein Zitat vom Dalai Lama, der eine ganz tolle Aussage brachte zum Thema Zuhören. Der hat mal gesagt, wenn du sprichst, hörst du nur das, was du schon weißt. Wenn du aber zuhörst, erfährst du vielleicht etwas Neues. Also ich denke, Zuhören wird vielleicht häufig ein bisschen unterschätzt. Ich habe auch gelesen, dass ihr beispielsweise im letzten Jahr 7-mal erfolgreicher seid als das Gros der gesamten übrigen Branche in Deutschland. Ist es das, was ihr wirklich so viel besser machen könnt als andere? Einfach besonders gut zuhören? Also zumindest, ich glaube, was uns schon auszeichnet, ist eine gewisse Offenheit und Neugierde. Ja? Und das nehmen immer ganz viele für sich in Anspruch. Aber ich glaube, das machen wir, das, also wenn du die Entwicklung unserer Agenturgruppe anschaust, das ist etwas, was uns auszeichnet. Viele haben sehr lange dem Thema Internet und Digitalisierung sehr skeptisch gegenüber gestanden. Ja? Und wir haben einfach gesagt, lass es uns nicht nur skeptisch anschauen, sondern lass uns einfach mal Dinge probieren. Ja? Und da haben wir auch Fehler gemacht. Wir waren wirklich mit dem, wir haben eine Firma gegründet, die E-Magazine machen wollte. Ja, damit waren wir zu früh am Markt. Ja. Sind dann nicht erfolgreich gewesen, haben es dann wieder zugemacht. Das war ein doppelter Fehler. Wir haben es zu früh angefangen und haben es zu früh aufgehört. Also du machst dann auch Fehler, aber du lernst dabei. Ja. Und das meine ich eben auch mit Zuhören und offen sein und neugierig sein, ist Dinge einfach mal auf sich wirken lassen, ausprobieren und zu gucken, wie sie funktionieren. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Thema. Wir haben das sogar als einen unserer Kernwerte, den wir auch unseren Kolleginnen und Kollegen ins Stammbuch schreiben, eben mitgegeben. Serviceplan hat ja mittlerweile über 4.000 Mitarbeiter. Ihr seid vertreten in Europa, Asien, Nordamerika. Die Kundenliste liest sich eigentlich wie so ein Who's Who der deutschen Wirtschaft. Auch letztes Jahr wieder 3 internationale neue Unternehmen hinzugekommen. Beispielsweise Auchan, so eine Warenhauskette in Frankreich, Ferrero in Italien und Tencent, Technologieunternehmen in China. Jetzt sprecht ihr aber auch den Mittelstand an, also KMUs. Schrecken, werden die davon nicht ein bisschen abgeschreckt, zu sagen, okay, die sind viel zu groß, viel zu teuer? Also das ist schon eine Gefahr, ehrlich gesagt, die ich sehe. Weil unsere Agenturgruppe, die Herkunft unserer Agenturgruppe ist ehrlich gesagt der Mittelstand. Ja. Ja? Wir sind nicht gewachsen wie manche andere Agenturen mit einem riesigen Kunden und haben dann ein paar Kunden dann darum herum gruppiert, sondern wir sind, ja, aus der Zeit meines Vaters noch kommend, wir sind mit dem Mittelstand gewachsen und dann sind die großen Marken eigentlich dazugekommen. Also uns war es eher umgekehrt. Ja. Und ich persönlich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir eine gesunde Mischung haben zwischen mittelständischen, die gerne auch Familie- und Inhaber geführten Unternehmen, die strukturell gut zu uns passen, ja, weil sie ähnlich sind wie wir, und eben großen Konzernen und globalen Marken auf der anderen Seite. Die haben alle ihre Vor- und ihre Nachteile, aber ich finde, die Mischung macht es in dem Fall. Und um das kurz zu sagen, unsere Struktur ist mittelstandsfreundlich. Wir sind nicht eine riesige Agentur, sondern wir sind eine Gruppe von selber mittelständischen Agenturen und können deswegen eigentlich mittelständische Kunden besonders gut und effizient auch bedienen. Was sind denn nach deinen Erfahrungen so die besonderen Herausforderungen heute für den Mittelstand? Naja, der Mittelstand, weil er in der Regel nicht riesige Marketingabteilungen hat, ja, ist besonders interessiert daran, ganzheitliche Lösungen zu bekommen. Ja, wenn du Großkonzern bist, dann kannst du 10 Agenturen beschäftigen, die an 10 unterschiedlichen Punkten dich betreuen, beraten. Dann musst du die halt dann auch koordinieren. Das geht zumindest in der Theorie. Ja. Als Mittelständler, wenn du sagst, ich habe eine schlanke Marketingabteilung, dann brauchst du eine Lösung. Da brauchst du eine Agentur, die sagt, Mensch, dies, das und jenes macht für dich Sinn. Wir koordinieren das, wir bieten dir eine Lösung an. Da ist ein besonderer Bedarf des Mittelstandes. Und der Mittelstand tut sich natürlich schwerer, weil er eben auch diese weniger Ressourcen hat, dann auch genau zu urteilen, was macht Sinn oder nicht. Er hat dann Beratungsbedarf. Ja, das ist der zweite
der zweite Punkt. Aber das ist ja gerade ein großes Problem, gerade für den Mittelstand. Also auch wir machen die Erfahrung mit, bei unseren Gesprächen, der Mittelstand ist häufig überfordert. Wir sind eigentlich die besten Dienstleister für digitale Lösungen. Wo finde ich die eigentlich? Gibt es da gewisse Kriterien, wo sich ein Unternehmer, ja, was kann ein Unternehmer tun? Er möchte jetzt sich digital aufstellen, ist ja das große Thema, digitale Transformation. Jetzt googelt er irgendetwas, sieht dann Riesenagenturen. Ja, aber was macht er dann? Kann man da Tipps oder Hinweise geben, wie man sich da vielleicht Schritt für Schritt ein bisschen heranarbeiten kann? Ja, das, zu uns kommen, wir helfen dann weiter. Wobei wir tatsächlich gerne weiterleiten und wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht richtig, das auch gerne machen. Also euch kann durchaus jeder Mittelständler ansprechen unabhängig wir, von der Größe, zu sagen, okay, ich habe dieses Problem. Und wir vermitteln wirklich gerne weiter. Ja. Wenn wir das auch das Gefühl haben, wir sind nicht die Richtigen oder geben auch Alternativen zu uns. Das hatte ich neulich den Fall, dass mich jemand gebeten hat, gesagt, du Florian, ich weiß, ihr könnt das, aber ich würde gerne auch mal wissen, wer sind die zwei, drei alternativen Anbieter, die das könnten. Und das haben wir auch gemacht. Also ehrlich gesagt, das ist schwierig, da so ein Patentrezept zu geben. Es gibt natürlich Agenturberater, ja, die einen guten Überblick haben über die Agenturlandschaft. Die können helfen, aber am Schluss, wie würde ich es machen? Ich würde mich wahrscheinlich im Internet ein Stück weit informieren, würde mir mal mehrere kommen lassen, zuhören und mein Problem schildern und mir dann langsam eine Meinung bilden. Ihr seid ja eine Kommunikationsagentur, Thema Unternehmenskommunikation. Was hat sich da verändert im Laufe der Zeit oder was sind die Trends in der Unternehmenskommunikation? Auch da wieder Ausgangspunkt ist die Digitalisierung oder eigentlich Internetisierung, sage ich mal, der Medienwelt. Ja, das ist das, was sich wirklich geändert hat. Das heißt, das Kommunizieren über internetbasierte digitale Kanäle, das ist die entscheidende Differenz bei der Unternehmenskommunikation. Kernthema da ist, dass du heute viel authentischer sein musst, als das früher der Fall war. Weil heute eigentlich erstens mal alle Botschaften mehr oder weniger, die du raussendest, nachprüfbar sind. Und zweitens die Leute sich dann auch zusammentun und natürlich ganz schnell Shitstorms entstehen und Aufstände im Netz. Ja. Und das ist ein Phänomen, was es so früher nicht gab. Ausgenommen natürlich der amerikanische Präsident. Ja. Kleiner Scherz. Eigenes Thema. Ja, ist das dann so eine Möglichkeit für besonders gute Unternehmenskommunikation? Oder woran sollte sich ein Unternehmer orientieren, zu sagen, okay, so geht erfolgreiche Unternehmenskommunikation? Nein, ich glaube schon. Besonders laut, brachial? Also ob laut oder leise, ob eher rational oder eher emotional, das hängt von der Branche und das hängt vom Unternehmen und vom Typen ab. Da muss man aufpassen, wenn man nicht so Standardempfehlungen gibt. Ja. Ich bin nur schon eins der Mal schon von einem Ding fest überzeugt, authentisch bleiben, nah an der Wahrheit bleiben. Weil wie gesagt, der große Unterschied ist, heute sind die Sachen nachprüfbar und kommen ans Licht. Und das Schlimmste, was du für eine Marke und ein Unternehmen ist ja auch eine Marke, antun kannst, ist, dass du Zerrbilder in der Öffentlichkeit oder im Netz erzeugst, die dann nicht standhalten. Ja. Lass uns jetzt mal ein bisschen über dich selber sprechen, Florian. Ich hatte dir ja eingangs eine Frage gestellt, wie würdest du dich selber vorstellen? Aber mal Spaß beiseite. Du hast viel erreicht, sehr viel. Wie wichtig ist Siegen gewinnen? Bevor du antwortest, gibt diesen schönen Satz, Siegen ist nicht alles. Kennst du den? Weißt aber, dass der noch weitergeht. Siegen ist nicht alles, es ist das Einzige. Okay. Wie wichtig ist das für dich? Ach, ich bin schon jemand, also Siegen impliziert ja, dass du gegen jemanden besiegst. Ja? Das ist jetzt nicht so das, was mich antreibt. Aber erfolgreich zu sein, ja? und Dinge zu schaffen und zu erschaffen, das ist etwas, was mich schon wahnsinnig antreibt, ja, und was mir auch Spaß macht. Und ich bin nie einer gewesen, der Spaß daran hat, dass die Dinge zu bleiben und wie sie jetzt sind. Ja. Und was treibt dich jeden Tag noch ins Büro? Was ist so eine Grundmotivation? Was treibt dich darüber hinaus wirklich noch an, diesen Weg weiterzugehen? Ach, was mich in Wirklichkeit antreibt, ist einfach, dass das Projekt Serviceplan ist für mich nicht abgeschlossen. Ja. Ich habe eine Vision für diese Agenturgruppe, die ich mit meinen Partnern auch
auch Teile. Ja. Die hat verschiedene Aspekte. Einer ist zum Beispiel eben, wie gesagt, aus Deutschland heraus die Internationalisierung als Gruppe zu schaffen. Ja. Und diese Vision treibt mich an. Das will ich hinkriegen. Das ist so ein bisschen wie den Mount Everest besteigen. Ja. Und in dem Moment, wo ich da das Gefühl hätte, ich wäre jetzt angekommen und das wäre es jetzt, würde mir die Frage stellen, gibt es jetzt noch irgendwas, was über den Mount Everest hinausführt, ja? Oder dann solltest du es tatsächlich sein lassen, dann hast du wahrscheinlich keinen Antrieb mehr. Naja, das stimmt, ja. Gibt es denn einen Florian Haller außerhalb der Agentur? Ich habe gelesen, du bist Surfer. Ja. Man sieht hier in deinem Büro, ihr habt sehr viel mit Kunst zu tun. Dein Vater ist vor allen Dingen ein großer Kunstsammler. Wie wichtig ist für dich das Thema Kunst? Ich liebe das Thema Kunst. Also die Kunstsammlung ist im Wesentlichen von meinem Vater begründet worden und auch zum großen Teil in seinem Steckenpferd und seinem Eigentum. Ja. Aber ich habe es vielleicht ein Stück weit ererbt, die Freude an der Kunst. Die Kunst ist auch nahe an der Werbung irgendwo, weil natürlich ist Werbung kommerziell und Kunst ist ja eher ist ja ein Selbstzweck, la polar. Aber das, was sie beide verbindet, ist die Kreativität. Und ich finde deswegen Kunst in einer Agentur zu haben, was unglaublich Bereicherndes. Wir haben auch viele Mitarbeiter, die selber Kunst machen. Wir haben ein Atelier hier eingerichtet, wo jeder frei hingehen kann, künstlerisch tätig sein kann, ob das Malen oder Nähen oder irgendeine andere Tätigkeit, ist uns völlig egal. Das finde ich toll. Und insofern passt das, finde ich, gut zusammen. Ein großes Interessengebiet von dir ist auch die Philosophie. Finde ich sehr spannend. Ich habe mir auch sagen lassen, es gibt auch einige Lieblingsphilosophen von dir, nämlich Thales, Platon, Aristoteles, Kant und Wittgenstein. Es gibt einen sehr schönen Satz von Aristoteles, der mal gesagt hat, Staunen, der erste Grund der Philosophie. Ist es auch das, was dich daran fasziniert? Ja, das ist der große Name, den du da zitierst. Also tatsächlich, begeistere mich für Philosophie, ja. Ich surfe deutlich besser, als ich wahrscheinlich philosophieren kann, und ich surfe mittelgut, ja. Also muss man die Kirche im Dorf lassen. Aber mich hat die Philosophie begeistert, seitdem ich eigentlich Schüler war. Und lustigerweise, das ist lustig, dass du sagst, es fing an tatsächlich mit dem Staunen. Wir hatten einen tollen Griechischlehrer und der hat uns in die Philosophie eingeführt. Und da kam eine meiner ersten Fragen, die ich ihm mal gestellt habe, ist, warum philosophieren wir eigentlich, wenn wir die Kernfragen ja eh nicht beantworten können? Und es ist wahrscheinlich dieses Staunen vor etwas Großem zu stehen, was du am Schluss nicht beantworten kannst, ja. Aber darüber nachzudenken bringt dich irgendwie trotzdem weiter. Insofern ist das ein sehr, sehr richtiger und guter Satz. Ist dieses Thema vielleicht auch deshalb für dich wichtig, wenn man so erfolgreich ist, dass es wieder ein bisschen erdet, weil man an so grundsätzliche Fragen kommt? Ja, es ist ehrlich gesagt auch einfach mal ein Stück Abwechslung und was, ja. Und es bringt dich über etwas anderes nachzudenken, ja, was eine gewisse Größe hat und ein Gegengewicht ist zu dem, was wir hier geschäftlich machen. Und ja, das stimmt, das erdet einen, weil natürlich, wenn gegenüber der Vermarktung einer Käseschnitte ist natürlich das Nachdenken über Gott und die Welt relativiert dann die geschäftlichen Probleme vielleicht ab und an mal. Aber es ist, glaube ich, auch eine nicht nur eine schöne, sondern auch eine nützliche Beschäftigung, weil die Philosophie ja im Wesentlichen versucht, hinter den Vorhang zu schauen, ja. Zu schauen, was sind die Strukturen dieser Welt, wie ändern sich diese Strukturen, wozu ist das Ganze da? Und diese Frage aufs Geschäftsleben zu übertragen, nämlich was verändert sich eigentlich in unserer Branche, was sind die Triebfedern, was tut sich da? Also hinter den Vorhang zu schauen, das, glaube ich, ist auch im Geschäftsleben ein guter Mechanismus. Ich glaube, ihr habt ja auch immer jedes Jahr so einen Innovationstag, vor 2 Jahren auch mal das Thema Philosophie gehabt. Und möglicherweise ist es sogar besser für manche Unternehmer, auch mehr Philosophen zu sein. Marc Aurel sagte mal, jeder Politiker sollte auch Philosoph sein, weil da ist sicherlich ein Körnchen Wahrheit dabei. Es gibt große Unternehmer, die also Sixt ist ja ist einer davon, wie heißt der, von Drogeriemärkten.
Genau, nicht Müller, sondern nein, der andere. Ist auch nicht so wichtig. Ist bekannt dafür, dass er ein Schopenhauer-Fan ist. Also das ist, glaube ich, kein Zufall. Florian, letzte Frage. Was ist das Wichtigste, was andere Menschen über Florian Haller wissen sollten? Das Wichtigste, was andere Menschen über Florian Haller wissen sollten? Ach, dass er versucht, ehrlich, authentisch und nicht zu abgehoben zu sein. Das wäre eigentlich, mein Wunsch. Ja. Florian, besten Dank für das Gespräch. Wir haben eine ganze Menge über dich und Serviceplan erfahren. Ich hoffe, dass wir ein bisschen in Kontakt bleiben und ein bisschen die nächsten Jahre von Serviceplan mitverfolgen können. Also herzlichen Dank. Danke für deine Zeit. Liebe Zuschauer, mehr Informationen zu Florian Haller und Serviceplan wie gewohnt auf unserer Website. Danke.